Hallo und willkommen. Ich bin Marco Hagemann und neben mir ist Hansi Küpper, der mit seinem Sachverstand das Spiel heute mit analysieren wird. Hallo und ich kann nur sagen, ich freue mich, ich glaube, wie alle Zuschauer bei diesem Spiel dabei zu sein. Raus geht's aus dem Kabinentunnel, rein ins große Rund, das Rückspiel im Finale der Copa Libertadores. Dann wollen wir uns mal die Aufstellung der beiden Teams ansehen. Los geht's los. Sie haben beide so hart dafür gearbeitet, hier hinzukommen in dieses Finale. Jetzt wollen sie die Ernte einfahren und ich bin gespannt, wer besser spielt, wer konzentrierter ist, wer heute besser drauf ist. Der wird den Mitspieler nicht erreichen. Durch die Abwehr. Und der kommt durch. Da treibt er den Ball weit vor. Er zieht in Richtung Tor. Langer Abschlag vom Keeper. Manchmal erlebt man ja trotz eines 0:0, dass die Atmosphäre knisternd und prickelnd ist. Die schießen hier überhaupt nicht aufs Tor. Hier ist das wirklich nicht der Fall. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Da kriegt er den Ball. Er zirkelt ihn rein. Netter Versuch, aber sehr viel mehr war es nicht. Da ist die Möglichkeit. Der Ball findet tatsächlich den Weg ins Tor. Das hier könnte ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Titel gewesen sein. Bei so einem Angebot kann er doch nicht Nein sagen. Da sind bei denen die Navigationssysteme komplett ausgefallen und sie haben das sofort erkannt. Sie waren ganz abgezockt, sie haben es ausgenutzt.
schreiben das erste Kapitel in diesem Spiel. Sie haben in diesem Endspiel das erste Tor gemacht und sie sind jetzt zweifellos, wenn man so will, im Psycho-Vorteil. Er trifft ihn. Boah, Freunde, was für ein wunderbares Tor. Also, wenn die nicht aufpassen, gibt das hier einen richtigen Streifen. So eine Einladung möchte ich auch mal gerne bekommen. Also man muss schon sagen, das wird alles einstudiert. Das haben sie im Training mit Sicherheit immer wieder genauso versucht. Er verschafft sich den Freiraum im 16-Meter-Raum, bekommt den Ball und macht das Tor. Damit steht es 2:0. Das ist ein komfortabler Vorsprung. Eigentlich müsste das reichen, um am Ende den Sieg einzufahren. Aber die Betonung liegt auf eigentlich. Ball vors Tor. Oh je, die stehen da hinten aber mit sehr viel Gottvertrauen. Wieder mal richtig gut verteidigt. Da stehen sie wirklich stabil. Hartes Tackling, aber alles regulär. Ein sehr vielversprechender Vorstoß auf der rechten Seite. Ab dafür. Eine ganz gute Flanke, aber die Abwehr steht und so schaffen sie es einfach nicht, als Stürmer an den Ball zu kommen. Caramba, Carajo, da ist ja noch mal alles richtig abgegangen hinten raus in diesem Finale. Erste Hälfte haben wir jetzt gesehen. Hansi Küpper, wie ist dein Eindruck? Jetzt müssen sie cool bleiben, jetzt müssen sie abgezockt bleiben, dann können sie diese Führung vielleicht bis zum Schluss verteidigen. Mit einem